Frick Floristik und Wohnen im Trend, der führende Fachbetrieb in Alt- und Neuedding für blumige Geschenkideen, anspruchsvollste Floristik, attraktive Ausstellungen und immer neue Trends. Wir sind heute in München. Hier hat die Firma Frick Floristik und Wohnen im Trend Landschafts- und Gartengestaltung in den letzten Monaten eine neue Gartenanlage erstellt. Aktuell finden gerade die Endarbeiten statt und wir werden uns das Ganze jetzt mal genauer anschauen. Herr Frick, Sie und Ihr Team, Sie haben ja hier in München eine neue Gartenanlage erstellt. Wie waren denn die Voraussetzungen und was ist hier genau entstanden? Also so, der Ursprung ist eigentlich in Neuötting, haben wir einen Garten von dem gleichen Kunden gemacht, von der Kundin gemacht, und die war da so begeistert, dass wir mir diesen Garten so schön angelegt haben in Neuötting. Und jetzt sage ich mal, sie hat sich dann gedacht, wenn die das so schön gemacht haben in Neuötting, dann können sie meinen Münchner Garten auch schön herrichten. So ist es eigentlich losgegangen. Und dann bin ich praktisch mit meinem Enkel, mit Philipp, raufgefahren und wir haben das uns einmal alles genau angeschaut und haben eben festgestellt, dass da unheimlich tolle Atmosphäre und schöne alte Bäume und ein wunderbarer Bestand da ist, den wir für das Ganze voll nutzen müssen oder sollten, und haben wir auch dann gemacht. Und wir haben die Formen in etwa haben wir schon verändert, die Wegeführung etwas verändert, aber im Großen und Ganzen ist der Garten in seiner ursprünglichen Form, wie er war, ist er neu gemacht worden. Okay. So ist es gewesen, und die Frau ist jetzt, oder der Kunde ist jetzt so begeistert, dass es ihm direkt leid tut, wenn wir jetzt nicht mehr da sind. Haben wir uns gestern unterhalten drüber. Die ist ganz direkt traurig, weil wir jetzt dann die Baustelle beendet haben und wieder woanders hingingen. Aber wie gesagt, weil das ist eigentlich so was Schönes und so ein richtiger Ruhepol in München herum hat. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man nicht da einmal war in dieser Gegend. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an und der Herr Frick erklärt uns, was hier genau gemacht wurde. Wir haben zum Beispiel alte Bäume, die da herin sich befunden haben, Apfelbaum und so weiter, die haben wir versucht auch eben zu erhalten und zu integrieren. Hinter mir sieht man jetzt da, wir befinden uns jetzt im Herbst und haben sehr viel Laubfall. Aber diesen Laubfall, den lassen wir liegen, weil da drunter sich ganz viel Bärlauch befindet, der bei der Kundschaft, wo wir den Auftrag erteilt bekommen haben, ein wahrer Schatz ist. Und ich muss dazu sagen, ich mag Bärlauch auch sehr gerne, weil der unheimlich gesund ist. Und darum geht es mir noch einigermaßen gut. Wie gesagt, und da sind auch Christrosen drunter im Schattenbereich. Und eben der Bärlauch, dann haben wir da noch Astern gepflanzt, und drunter auf dem ganzen Bereich, da an dem Beet, befinden sich ganz viele seit Jahren irgendwann einmal gesuchte kleine Primmerl, die im Frühjahr dann rauskommen. Dann Minze ist mit drin und Lauch ist mit drin. Also lauter Sachen, diese Kundschaft, die ist sehr naturbewusst. Äußerst naturbewusst, und die ist da ganz begeistert, wenn sie was hat im Garten heraus, wo sie überall was runterzupfen kann und essen. Also das ist bei uns, das ist eine Voraussetzung gewesen bei der Gestaltung von dem Garten, dass man viele Sachen einbringt, die man gut essen kann, also gut schmecken. Also das war einmal da, und wie gesagt, da im Frühjahr. Wir werden auch da noch mal einen Film dran im Frühjahr. Da, wenn das blüht, ist das garantiert eine einzige Pracht. Also gegenüber von diesem essbaren Beet sozusagen, wie man das fast bezeichnen kann, liegt ein Rhododendron-Beet, das auch schon sehr, sehr lange besteht. Der Rhododendron im Frühjahr ist das eine einzige Pracht. Wir haben den heuer blühen sehen. Also der ist einfach herrlich. Okay? Den haben wir jetzt auch wieder auf Vordermann gebracht. Die trockenen Teile rausgeschnitten und so weiter und so fort. Und auch ein bisschen was nachgepflanzt auf der anderen Seite. Und ja, wie ich sage, das ist eine gewisse Senke. Und da schaut es ganz toll aus, wenn das ein bisschen uneben ist.
Dann haben wir da jetzt eine Zaubernuss, die im Februar aus Blühen anfängt, Januar, Februar, je nachdem. Dann blühen da jetzt schon die ersten Herbstzeitlosen am Boden. Die haben wir neu besetzt auch. Dann sind da Pergenien gepflanzt. Und es wächst zum Beispiel auch Weißwurzen sozusagen. Die Kundin, die isst die zum Beispiel, die Weißwurzen, die isst das Laub, weil das sehr gesund ist. Und so geht es die ganze Zeit durch den ganzen Garten durch. Es sind immer wieder Sachen dabei, die vom Kunden einfach immer wieder runterzupft werden. Wie gesagt, das ist der Rhododendron-Bereich. Dann geht es weiter zum. Da haben wir einen alten Ahorn, einen Zwergahorn haben wir da erhalten, einen rotlaubigen. Der war schon seit Jahrzehnten da eingepflanzt. Und der ist so schief gewachsen, den haben wir extra nicht rausgetan, weil der, wenn jetzt der in Verbindung dann mit dem Teich wieder im Frühjahr sich entwickelt, dann schaut der ganz toll aus. Ja, beim Teich, der war vorher schon, aber der war komplett kaputt, Folie war kaputt und so weiter und so fort. Also der war nicht mehr brauchbar. Wir haben den komplett geleert, haben das Gelände oder die Terrassen im Teich haben wir wieder neu angelegt, dass wir verschiedene Höhen haben zum Pflanzen. Im Innenbereich sind Seerosen drin. Auf jeden Fall haben wir Randbepflanzung auch gemacht, Iris sind drin und so weiter. Auf jeden Fall, wenn der wieder abgedeckt ist, ist der wunderbar. Und nächstes Jahr entwickelt sich der natürlich erst richtig schön. Erst richtig schön. Also die Gehwegplatten, die da verlegt worden sind, das sind Jurakalk-Polygonalplatten, die auf Sand gelegt, auf Split gelegt sind und damit nur ausgesandet sind, weil der Sinn und Zweck von dem Ganzen ist, dass eigentlich bei den Platten auch dann zwischendrin einmal was rauswachsen kann. Zum Beispiel die kleine Campanula, die Glockenblumen, die machen das ganz gern, dass die selber aussammeln und auf einmal geht da irgendwo im Wegerl so ein kleines Pflanzerl auf. Aber die Polygonalplatten sind wirklich schön und haben auch schön zum Verlegen. Interessante Arbeit, aber eigentlich viel Arbeit. Und wenn man jetzt da genau schaut, da sind da sogar noch Einschnitte drin. Da, wo ich jetzt meinen Fuß habe, da ist jetzt ein Einschnitt drin von einer Schnecke, die irgendwann da, ich weiß nicht, ob man das im Film sehen kann, das ist dies da, eine Schnecke, die im Stor sozusagen verewigt ist. Das sind Hochbeete, die sind aus Travertinsteine gebaut. Das war viel Arbeit, muss ich sagen, weil die recht unförmig waren. Jetzt haben wir die richtig bearbeiten müssen, diese Travertinsteine. Aber die sind halt ausgesprochen schön und das ist also ein richtiger Naturstein, der eigentlich zu dem ganzen Charakter vom ganzen Garten also wunderbar dazu passt. Die Frau tut da auch wieder Gewürze rein und tut wieder ein bisschen Salat rein und vor allem wieder Gewürze, die man essen kann, die zur Verfeinerung von den Speisenkernen, da liegt die allergrößten Wert drauf. Wir haben auch, das muss ich auch gleich vorausschicken noch einmal, das ganze Gelände ist neu gemacht worden, von hinten bis vorn. Und wir haben das mit unserer Spezialerde, ist das alles aufgefüllt worden. Wir haben da ungefähr an die 100 Kubikmeter Erde raufgefahren nach München und haben die Planier neu gemacht. Also das ist jetzt unsere Spezialerde. Wenn man die jetzt genau anschaut, die ist jetzt zwar nass, aber wenn es trocken ist, sieht man die Struktur und sieht man das beigemischte Material viel besser. Aber man sieht da schon, dass da viele Tonteile dabei sind und die wasserhaltend sind. Man braucht da bei Weitem nicht mehr so viel Gießen, wie man bei normaler Erde muss. Die ist auch schwerer und hat natürlich dadurch viel mehr Kraft und Saft. Also wie gesagt, wir arbeiten mit dieser Spezialerde, mit der wir sehr, sehr gute Erfahrung haben, weil wir da vom Wachstum her überhaupt kein Problem mehr haben.
Ich bin so froh, dass wir die gefunden haben. Ich bin zufällig den Lieferanten, habe ich auf einer Messe kennengelernt. Und also, was wir da heuer Erden verarbeitet haben, das ist ganz gewaltig gewesen. Aber ich habe die Sicherheit, dass alles wunderbar wächst. Die Sicherheit habe ich vorher mit anderen Lieferanten nicht gehabt. Und wir haben da teilweise so viel Arbeit gehabt, dass es ganz aus war. Wo wir danach ausbessern haben müssen, weil der Kunde da nicht zufrieden war vor lauter Unkraut. Auf diese Erde ist auf der gesamten Fläche wird Gartenfaser ausgebracht. Das ist auch ein Spezialmittel. Das ist aus Kernholz gemahlenes Material, also keine Rinde. Weil bei der Rinde kommt ja Gerbsäure raus und diese Gerbsäure, die bringt die ganzen Stauden um im Laufe der Zeit, weil die Erden total versauert. Und in diesem Fall ist das nicht der Fall, weil dieses Material verertet im Laufe der Zeit. Man muss nur jedes Jahr wieder nachfüllen und man hat immer wieder eine gute Erden. Also aus diesem Mulchmaterial wird dann auch wieder Erde. Und das, da habe ich auch nur beste Erfahrungen damit. Also wir haben mit den Materialien, wo wir jetzt momentan arbeiten, sehr, sehr zufrieden. Also ich befinde mich jetzt da bei der Terrasse. Die haben wir mit einer Tuffstein oder mit Nagelfluhsteine ist die gestaltet worden. Die war schon da und die haben wir nur neu verarbeitet, weil das auch wieder alles Natur ist. Dann haben wir halt da rundherum, der ganze Garten ist mit Jura-Kalksteine gearbeitet worden. Die Abstützungen, die Terrassenschichten, die sind alle mit dem Jura-Kalk, weil das einfach zu unserer Gegend gut passt und auch zum Haus gut passt. Und dieser Stein einfach ein schönes Naturmaterial ist, mit dem wir eigentlich sehr, sehr viel arbeiten. Okay. Da sieht man jetzt schon noch die ersten Herbstaustern blühen, oder die letzten ziemlich. Herbstaustern blühen, Erdbeeren blühen auch noch ein bisschen. Und ich muss dazu sagen, der Garten ist, wenn der im Frühjahr blüht, ist das eine solche Pracht. Wir haben ungefähr 2000 Blumenzwiebeln verlegt in den ganzen Garten. Tulpeniris und Krokus und alles mögliche Narzissenarten. Also das wird eine einzige Schau, mit Sicherheit. Okay? Da blüht der erste Safran. Daneben kommt wieder einer raus. Da haben wir ganze Gruppen davon. Und so geht es durch den ganzen Garten durch. Also wir haben sehr viele heimische Stauden verwendet, die ja, bei uns einfach närrisch gut wachsen und die zu unserer Gegend gut passen. Das war uns auch närrisch wichtig und sind sehr viele duftende Stauden dabei. Und vor allem ist das Ganze total auf bienenfreundlich ausgerichtet. Das ist jetzt wieder ein Blütenstrauch, Blütenstauden- und Strauchbereich. Im Hintergrund haben wir die Stauden eingepflanzt, das darf dicht werden, dass der Sichtschutz ein bisschen gegeben ist von der Stross einer. Dann da eine schöne Hortense, die natürlich immer eine herrliche Wirkung macht und ihre Farbe ständig wechselt. Im Frühjahr schaut es ganz anders aus als wie im Herbst. Die wird auch überhaupt noch viel schöner. Dann hauptsächlich Lavendel ist mit eingepflanzt, auch, eben auch wegen dem Duft. Thymian ist dabei. Dann haben wir da einen kleinen Ringlobaum mit eingepflanzt, dass einfach überall ein bisschen was zu essen ist. Und rundrüber, da sind dann Minze und solche Geschichten. Und auch wieder abgedeckt mit oder pflanzt in unsere gute Erden und abgedeckt mit Gartenfaser. Unsere Erden, das muss ich noch dazu sagen, die kann bei uns auch kubikmeterweise abgeholt werden, selber abholen oder wir liefern kubikmeterweise aus. Das ist jetzt ein typisches Gewürzbeetel. Da ist drin Thymian, da ist drin Minze, da ist Lorbeer, der nicht ganz winterhart ist. Da ist Rosmarin drin. Dann haben wir da wunderbare Himbeeren eingepflanzt, die unheimlich gut schmecken. Das sind gelbe Himbeeren. Ich habe jetzt die Sorten, weiß ich jetzt auswendig nicht, aber es ist ja gelb, fruchtige Himbeere. Also wunderbar, gell? Dann haben wir einen Pfirsichbaum, weil da ein ganz warmes Platzerl ist.
haben wir einen Pfirsichbaum herpflanzt da noch. Das wird ganz dicht, das Ganze. So, aber ist so gewollt, dass das dicht wird. Und wie schon gesagt, da sind jetzt zum Beispiel Brennnessel herinner, wo der Kunde, die wo für die Dame zum Tee machen und zum Essen geeignet ist. Ja, und eine Johannisbeere, eine schwarze und eine Kletterrosen haben wir eingepflanzt. Also das ist ein bisschen eine kunterbunte Angelegenheit, aber das war so gewünscht, dass, ja, weil das einfach für die Dame auch schön ausschaut. In diesem Beet, da sind auch wieder zwei schöne Hortensien herin, die sie herrlich in die Herbstfarben färben dann. Dann haben wir da ein bisschen Heide mit eingepflanzt. Und da sind dann auch ein bisschen Erdbeeren, wilde Erdbeeren, Walderdbeeren drinnen. Dann Finca Minor, das ist immergrün, ist als Randbepflanzung gedacht. Und vor allem haben Peonien drinnen, die großblumigen Japan-Peonien. Die machen halt eine Riesenwirkung, müssen aber immer wieder aufbunden werden, auch, weil die Blüten so groß sind. Weil der Regen, wenn es jetzt schwere Regen sind, dann darf sie es gleich umdrucken. Wir haben ja aber auch das, wir haben auch da die Pflege zu machen von dem Garten. Wir sind da immer in bestimmten Abständen in München herum und machen wir da die Pflege. Machen wir immer alles sauber, machen wir düngen. Gießen ist kein Problem, das wollte ich auch noch sagen, weil nämlich in den kompletten Garten ist eine Dauerbewässerung eingebaut, automatische Bewässerung, die wirklich vollautomatisch funktioniert. Die ist vom Keller aus wertig gesteuert. Und wenn der Sensor anschlägt, dass die Erde trocken wird, dann fängt die zum Gießen an. Und es sind Tröpfchenschläuche, die unterirdisch verlegt sind und die direkt das Wasser auf die Wurzel bringen. Wenn auch Sie Ihren Garten nun neu gestalten lassen möchten, dann wenden Sie sich an Frick, Floristik und Wohnen im Trend aus Alt- und Nörting. Was ich noch zum Schluss sagen möchte, wir haben einen traumhaft schönen Beruf, der in der frischen Luft, wo man was Wunderbares schaffen kann. Und wir suchen dringend Mitarbeiter. Aber fachliche Mitarbeiter, also keine Helfer, sondern ich suche halt auch vielleicht einmal einen Meister, mit dem man kurz zusammenarbeiten kann. Ich suche halt vielleicht auch eine Fachkraft noch. Also darf mir Spaß machen mit jemandem, der sich bei uns gut integrieren kann in unserem Betrieb. Mit dem zum Zusammenarbeiten. Er hätte bestimmt kein schlechtes Arbeiten bei uns. Man sieht das mit unseren Arbeiten, was da passiert. Das würde mich freuen, wenn sich irgendjemand einmal vorstellt. Der kann auch irgendwo weiter weg sein, das ist dann egal. Aber wichtig ist, dass er eine Fachperson ist mit Führerschein und mit guten Noten, wo auch was draus entstehen kann. Doch nicht nur um diese Jahreszeit hat Frick einiges zu bieten. Auch im Winter und zur Weihnachtszeit ist einiges für Sie geboten. Wir werden natürlich wieder mit dabei sein, also bleiben Sie gespannt. Ihre Nicola Koska. Frick Floristik und Wohnen im Trend. Der führende Fachbetrieb in Alt- und Neuötting für blumige Geschenkideen, anspruchsvollste Floristik, attraktive Ausstellungen und immer neue Trends.